Moin, Jan hier von CJ Gaming. Ich habe heute wieder ein Deckbilder für euch. Gehen mal in die Deckschmiede. Es wird ein skellige Deck sein mit Harald dem Krüppel als Anführerkarte. Ich nenne es nochmal schnell um. Ich nenne es X-Men. Ihr könnt euch sicher denken, worum es jetzt geht in dem Deck. Oder bei dem Deckbilder. Ich hoffe, euch gefällt das Deck und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, als erstes Harald der Krüppel, die Anführerkarte, hat eine Stärke von 5, der wurde ja geändert. Als Einsatzfähigkeit ist es so, füge einer zufällig gewählten gegnerischen Einheit in der gegenüberliegenden Reihe 2 Schaden zu. Dabei wird Rüstung ignoriert und das wird dann 4-mal noch wiederholt. Und füge bei jedem Zug zu Beginn deines Zuges der schwächsten gegnerischen Einheit in der gegenüberliegenden Reihe 1 Schaden zu. Rüstung wird dabei auch ignoriert. Ich finde es eine ziemlich gute Anführerkarte. Macht sich auch besonders gut in den Deck. Starten wir mal mit den Karten. Wir haben als erstes einmal den Tagesanbruch. Dann dreimal. Ach nee, komm, nehm einmal die animierte Karte. Dreimal das Zerfetzen, wo wir allen Einheiten in einer Reihe 3 Schaden zufügen können. Dann Merigolds Hagelsturm. Eine sehr beliebte Karte im Moment auf jeden Fall. Füge allen Einheiten in einer Reihe Schaden in Höhe der Hälfte ihrer Stärke zu. Es wird aufgerundet und Rüstung wird ignoriert. Dann haben wir den Skellige Sturm. Ja, da bekommen halt zu Beginn meines Zuges ja, die Einheiten 2, 1 und 1 Schaden. Angefangen von links. Die wurde ja geändert. Es waren mal 2, 2, 1. Jetzt ist es noch 2, 1, 1. Dann haben wir den Beschwörerkreis. Damit generiert man die Kopie der letzten Bronze- oder Silbereinheit, die von einem Spieler halt gespielt worden ist. Anführerkarten können nicht kopiert werden, sind ja auch keine Bronze- oder Silbereinheiten. Ja, damit kann man halt entscheiden, welche Karte, oder die kann man halt dann spielen, wenn man selber eine gute Karte gespielt hat, die man gerne nochmal spielen möchte, oder der Gegner halt was Gutes gespielt hat. Man kopiert die Karte einfach, die letztgespielte, und spielt die dann aus. Dann kommen wir schon zu den zwei Goldkarten. Da haben wir einmal Ragnarok und Dürre. Ragnarok wird in allen Reihen gespielt und zu Beginn oder zu jedem Zug zu Beginn meines Zuges wird der stärksten Einheit in der Reihe jeweils 2 Schaden zugefügt, also im besten Fall immer 6 Schaden pro Runde. Bei Dürre ist es ähnlich, da ist es dann halt nur die schwächste Einheit bekommt 2 Schaden. So, dann haben wir dreimal die Freya-Priesterin, damit kann man eine Bronze-Einheit auferstehen lassen. Zweimal die Kräuterkundige, damit kann man eine zufällig gewählte organische Bronzekarte oder strömender Regenkarte aus dem Deck spielen. Organische Karten sind eigentlich nur das Zerfetzen. Die anderen haben den Effekt da nicht stehen, also eigentlich Kräuterkundige spielen und dann hat man Zerfetzen. So, dann haben wir, ist er oder wo sind sie? Die guten Axtkämpfer, warum das Deck auch so heißt, die Thürichsech Axtkämpfer mit einer Stärke von 4, Veteran 1, also Runde 2 und Runde 3 bekommen sie dann jeweils einen Stärkepunkt dazu. Sie haben 2 Rüstungen, wenn man sie ausspielt, und wenn einer gegnerischen Einheit in der gegenüberliegenden Reihe Schaden zugefügt wird, verbessere diese Einheit um 1. So, des Weiteren, müssen wir jetzt mal hier ein bisschen weiter scrollen, haben wir die Wahljäger, einmal auch als animierte Karte, mit einer Stärke von 8, auch für eine beliebige Reihe. Damit kann man, wenn man sie ausspielt, einer gegnerischen Einheit, eine gegnerische Einheit verschieben in diese Reihe, wo man den Wahljäger gespielt hat. Ja, und der gewählten Karte fügt man Schaden in Höhe der Anzahl der Einheiten, die sich in der Zielreihe befinden, zugefügt. Auch sehr gut, wenn viele Karten in einer Reihe liegen beim Gegner und eine, ich sag mal, höhere Karte mit einer höheren Stärke in einer anderen, kann man den auswählen und in die Reihe mit den vielen Karten ziehen und dann bekommt er halt, je nachdem wie viele Karten da liegen, halt einen Schaden. Auch eine gute Kombi mit den Axtkämpfern. Das waren schon die Bronzekarten. Bei den drei Silberkarten, die noch verbleiben, haben wir einmal Dorigarei, wo man den wilden Bären, Vivern, Ekima oder den Ertrunkenen ja, generieren kann. Da ist es halt zum Beispiel gut, den Ertrunkenen zu wählen und damit eine Karte zu verschieben. Die bekommen dann, wenn sie
ja, im Wettereffekt verschoben werden halt die 4 Schaden. Besonders gut, wenn man zum Beispiel Ragnarok oder Dürre auf dem Feld hat. So, des Weiteren haben wir diese Karte, den Wächter. Wenn noch keiner der beiden Spieler gepasst hat, kann man eine Bronzeeinheit auf der Hand auswählen und davon generiert man eine Kopie, die man selber, aber auch der Gegner bekommen. So, und als letzte Karte haben wir Udalric, Stärke 12 als Spionkarte. Damit kann man die zwei obersten Karten aus dem Deck ziehen. Eine behält man, eine verwirft man. Dann bleiben noch zwei Goldkarten übrig. Da haben wir einmal Birna Bran, eine Stärke von 3, Veteran von 1, also bekommt auch immer einen dazu in der zweiten und dann in der dritten Runde auch nochmal einen dazu. Wenn man diese Karte ausspielt, kann man Skellige Sturm auf der gegenüberliegenden Reihe wirken. Also die Karte hier, die hatten wir ja eben gerade. So, als letzte Karte haben wir dann noch Avalach, Stärke 8. Wenn auch keiner der beiden Spieler gepasst hat, zieht man oder ziehen beide Spieler die obersten zwei Karten aus dem jeweiligen Deck. Ja, das ist soweit das Deck. Ich speichere mir das mal ab. Und wir gehen direkt in ein Ranglistenspiel. Ihr könnt mir ja gerne mal sagen, wie ihr das Deck findet. Ich bin mal gespannt, wie ich damit jetzt so spielen werde, weil X-Men habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt, auch vor den ganzen Patches. Habe ich die noch nie angerührt. Aber das ist jetzt das populärste Deck der letzten 7 Tage, wo ich das aufnehme. Hier gibt's Auf mehr zu holen als in GwentDB. euren wildesten Träumen. Alle Und Mann das an wollte ich den halt auch mal Waffen! ausprobieren. Ich spiele auch gegen Harald den Krüppel. Hoffentlich ist das jetzt nicht ein Mirror-Match. So. Den Skelettsturm tun wir mal weg. Zerfetzen können wir hier auch wegtun. Ah, wir haben keinen X-Men. Dann kommen auch noch keinen. Nein, unser Gegner fängt an. Mal gucken, wo er startet. Gut kämpfen! Er spielt Meister der Meister. Füge dieser Einheit 4 Rüstungen hinzu. Kräftige bei jedem Zug zu Beginn deines Zuges diese Einheit um 2, wenn dies die einzige Einheit in der Reihe ist. Was wir da machen können, ist, wir spielen direkt Die Ulrich. Götter Mal werden gucken. nicht erfreut sein. Ja, machen wir das doch so. Ich hoffe, er passt jetzt nicht direkt, das wäre natürlich doof. Okay, er nimmt die Karte wieder auf Hand und Die legt sie zu Götter uns. werden nicht erfreut sein. Na gut. Das Doofe ist, dass wir halt keinen Axtkämpfer haben. Wir könnten Tagesanbruch spielen und versuchen, einen Axtkämpfer zu bekommen. Möchte ich aber eigentlich ungerne tun. Na gut, der wird sich jetzt verbessern, weil wir da nichts wirklich gegen haben. Dann würde ich sagen, spielen wir mal Avalach. Endlich. Vielleicht kriegen wir jetzt einen Axtkämpfer. Das ist noch keiner. Da ist einer. So. Mögen die Da Götter kommt sein. Moisek. Zieht die obersten zwei Karten aus dem Deck und kann dann zwei verwerfen. Wir können jetzt in Wahlliga spielen und den Meister der Meister verschieben, dann verbessert er sich auf jeden Fall nicht. Kommen jetzt natürlich noch zwei Schaden. Beziehungsweise die zwei Rüstung verliert er. Aber das ist eigentlich nur der nette Nebeneffekt. Wir wollten ja, dass er sich nicht weiter verbessert. Ich habe mal mit einem Und Schlag dann kommt drei ein niedergestreckt. Ankret Großschwert aufs Feld. Wir können eigentlich direkt den Axtkämpfer spielen. Da kommt ein Langschiff, okay. Dann spielen wir mal Birna Bran in die Nahkampfreihe. Dann kommt da der Skellige Sturm. Wir müssen uns irgendwie was einfallen lassen, um das hier zu verhindern. Okay, da kommt Dürre. Würde ich sagen, spielen wir erstmal da
Tagesanbruch und den blauen Himmel. Zerstören die Dürre direkt. Er hat jetzt den letzten Wunsch gespielt, zieht die zwei obersten Karten. Spiele eine aus und mische die anderen ins Deck zurück, dann kam Überdosis. Füge bis zu 6 zufällig gewählten Gegnern einer 2 Schaden zu. Dann spielen wir mal. Ja, doch, Dorigerei. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Den Betrunkenen. Und verschieben mir das Langschiff. Er hat leider noch eins. Können wir es eigentlich so machen? Wir spielen eine Freya-Priesterin. Wir nehmen Wahrjäger und verschieben das nächste Langschiff. Kommt zusätzlich noch ein bisschen Schaden. Unser Axtkämpfer bufft sich hoch. Jetzt vor. Okay, er gibt dem Meister der Meisterzähigkeit. Wir passen auf jeden Fall. Ich denke mal, der wird auch passen. War das Klügste. Da er das mit Zähigkeit gemacht hat, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er auf jeden Fall passen wird danach. Mal das eine zerfetzen weg. Wir fangen an. Möchten wir irgendwas wiederbeleben? Eigentlich nicht. Ich würde mal den Wächter spielen. Und den einen Axtkämpfer kopieren. Ich weiß gar nicht, möchte ich eigentlich unbedingt noch weiterspielen? Eigentlich nicht, der bufft sich halt immer wieder hoch. Er hat jetzt einen Angret Großschwert raus. Ne, eigentlich möchte ich nie weiterspielen. Gehen wir eine lange letzte Runde. Wir haben auf jeden Fall Dürre, das ist gar nicht mal schlecht. Ich hoffe natürlich, wir ziehen jetzt nicht irgendwie Skellige Sturm oder Ragnarok. Zerfetzen, ja. Weiß ich nicht, wollen wir mal behalten. Wir haben einmal auf jeden Fall die Kräuterkundige. Ich möchte es eigentlich wegtun. Okay. Ja. Machen wir das so. Verbeugt euch vor Modron Freya. Antritt! Wir können uns auch einholen, aber ich denke mal, das lassen wir mal. Ich bin jetzt erstmal den einen Axtkämpfer. Gucken wir mal, noch so ein. Ja, er hat noch so ein Schiff. Wir dienen würde ich ihr, das so der machen. Jungfrau, Mutter und Muhme. Das wären 8. Der kriegt einen schon. Das ist eigentlich egal, ne? Ob er Trunkener oder Wahljäger. Machen wir so. Kriegt halt einen Schaden. Beim Ertrunkenen wäre es dasselbe gewesen. Das Problem ist nur, wenn wir durchspielen, dann... Freya ist geduldig, ja, hat halt noch aber so ein scheiß Schiff. Keine Beleidigung. Wir können halt nur leider so ein Langschiff uns wiederholen. Das bringt uns nicht so viel. Ich fange mal an, jetzt Dürre zu spielen.
Das Problem ist, wir haben hier nicht so wirklich was gegen. Was brauchst du? Ich habe mal mit einem Schlag drei niedergestreckt. Kommt der Axtkämpfer in die Vorderseite weiter, wafft er sich auch schon mal hoch. Machen wir das noch so. Ah, weil der Kuppel, dass er jetzt schon mal rausgeführt ist. Ich will auch Harald den Krüppel. Alle Mann an die Waffen! Spielen wir eine Kräuterkundige. Modron Freya wird uns beschützen. Ja, das zerfetzen. Können wir mal hier hin tun, weil sonst würde. Ja, ist eigentlich egal, wo wir es noch finden. Das wird, glaube ich, eine enge Kiste. Okay, wo ist Kommandanten? Machen wir das nochmal. Nochmal hier hinten zerfetzen. Gucken, was er jetzt noch hat. Hier auch zerfetzen. Ja gut, das sieht gut für uns aus. Haben wir nochmal eine Kräuterkundige. Hauen wir hier das Zerfetzen hin. Sehr schön. So. Gewinnen wir das Spiel sogar. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt zum Ende doch noch 33 Punkte Unterschied sind. Aber so lange mit der Dürre, das ist ja schon ordentlich. Was da an Schaden bei ihm rumkommt und dann natürlich auch für unsere Axtkämpfer an Buffs bedeutet. Sehr schön, dass wir das Spiel gewonnen haben. Bekommen sogar noch einen Ghoul. Top. Brauchen wir jetzt zwar nicht, da hätte ich auch lieber gern, keine Ahnung, 15 Scraps oder so bekommen. Aber, naja, gut. Ist dann halt so. Wir bekommen noch 52 Rangpunkte. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, jetzt zum Ende hin öffnen wir mal wieder ein Fässchen. Also ich muss sagen, das Deck gefällt mir ziemlich gut. Was ich mir auch vorstelle. Oh, hier. Oh. Nee. Ja. Nicht so schöne Karte. Zwei. Ja, seltene. Eine epische. Also haben wir gute Karten hier. Der Schwalmtrank. Den tue ich sehr Veteran. Hafka-Unterstützer und als epischer war. Yay, verbrennen. Super. Gut, dann haben wir hier noch Demeritium Fesseln, Gorgo und Nilfgaard Standartenträger. Ja, die haben wir beide nur zweimal. Ich nehme einfach mal Gorgo. Was ich gerade sagen wollte, also ich finde das Deck ziemlich cool. Ich werde es auf jeden Fall jetzt öfter spielen. Wie gesagt, die Axtkämpfe habe ich noch nicht gespielt vorher. Aber sieht eigentlich ziemlich cool aus, das Deck. Was ich mir vorstellen kann, was ziemlich doof ist, wenn man Skellige Sturm, Ragnarok und Dürre irgendwie zeitgleich auf der Hand hat oder so und die nicht wegbekommt. Oder nur zwei davon, ich weiß nicht, das könnte ich mir ziemlich doof vorstellen. Wobei ein Skellige Sturm natürlich ganz gut ist, wenn der Gegner mehrere Karten in einer Reihe hat, dann spielt man halt in die Reihe dann den Skellige Sturm, wenn man vorher Ragnarok oder Dürre gespielt hat. Aber generell ist das vielleicht nicht so toll. Aber mir hat das jetzt Spaß gemacht. Mir gefällt das Deck. Ich werde es, wie gesagt, öfter spielen. Den Link dazu packe ich euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung oder in die Kommentare. Könnt ihr ja auch gerne mal ausprobieren. Das Deck hat mir auf jeden Fall ordentlich Scraps gekostet, weil ich Birna Bra nicht hatte, Ragnarok und Dürre hatte ich nicht.
Was hatte ich noch nicht? Ich glaube, eine Kräuterkundige und einmal diesen Wahljäger. Also fünf Karten musste ich mir herstellen. Und ihr seht ja jetzt schon, ich habe nur 1830 Scraps. Das hat ordentlich was gekostet. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Dass das Deck auch weiterhin noch so stark ist. Ja, gut. Dann lasst Feedback da und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, ciao.